Shalvea kocht. Heute Spaghetti Carbonara. Bevor wir anfangen, setzen wir erstmal das Wasser auf. Nudelwasser zuerst kochen, ganz wichtig, und auf keinen Fall hinterher abschütten. Als Zutaten haben wir Eier, Spaghetti, Pecorino und Pancetta. Ich hatte kein Pancetta, deswegen habe ich Bauchspeck genommen, aber das ist nicht das Problem. Mehr ist es nicht. Ein bisschen Pfeffer noch. Aber ich glaube, das war's. Dann reiben wir zuallererst den Käse. Man kann ihn natürlich auch gerieben kaufen, aber ich habe das ganze Ding genommen. Dann schlagen wir die Eier auf, quirlen die schön, geben den Käse dazu. Dann wird das eine sehr spannende chemische Geschichte. Das löst sich nämlich komplett auf. Dann kommt der Pfeffer drüber. Und bis dahin hat das Wasser gekocht. Dann werden die Nudeln gekocht. Ich schiebe den auf eine andere Platte. Und jetzt braten wir den Speck an. Oder halt dementsprechend den Schinken. Nicht knusprig, sondern einfach nur ein bisschen auslassen. Eigentlich, soweit ich weiß, will man da kein Röstaroma drin haben. Dann zergeht er so ein bisschen vor sich hin, wirft leichte Blasen. Ist er nicht hübsch? Wenn der Speck fertig ist und die Nudeln hoffentlich auch, dann werden die Nudeln in die Pfanne gehoben. Und dann muss es ziemlich schnell gehen. Wir machen die Soße. Wir packen die Ei-Käsemischung rein und dann kommt dann Nudelwasser dazu. Mit der Stärke bindet sich das. Das kommt drauf an, wie viel man da rein tun muss. Das hat was mit der Menge der Nudeln zu tun. So, und dann hier einmal serviert. Voilà, wunderschön, ganz einfach. Viel Erfolg beim Nachmachen und guten Appetit!